bei Nerdfamilie. Ich bin Philipp und ich habe heute mal meine Frau Steffi mitgebracht. Und Steffi ist nicht nur meine Ehefrau, es wird also nicht um kritische Kommunikation gehen, sondern sie ist auch begnadete Hebamme. Und ich habe mir gedacht, das mag vielleicht ganz cool sein, dann ein bisschen über Geburt im Rettungsdienst zu sprechen. Steffi, ist ja tatsächlich so, ich habe ja als Notarzt auch manchmal mit Schwangeren zu tun. Und was ich mich dann immer frage, ist, was ich die Schwangere denn frage. Ja. Was euch da im Kreis also interessiert und was mich als Notarzt dazu interessieren hat. Was ist denn deine Meinung dazu? Naja, wichtig ist ja erstmal zu wissen, warum musstest du überhaupt kommen? Also ganz lapidar hat die Frau in den meisten Fällen natürlich Wehen. Da ist es interessant für dich zu wissen, seit wann hat sie denn Wehen? Wann haben die angefangen? Wie häufig kommen die jetzt? Genauso der Blasensprung ist natürlich auch ein Klassiker. Da sind auch die Zeiten relevant, also wann war der Blasensprung und natürlich ganz wichtig, das ist eine Frage, die muss immer kommen, wie schaut das Fruchtwasser aus? Ist das Fruchtwasser klar? Okay, weil da ist direkt die Zwischenfrage, wie sollte denn Fruchtwasser aussehen? Genau, also normalerweise sollte das Fruchtwasser ganz klar sein. Alle möglichen Veränderungen der Farbe sind natürlich irgendwelche Warnzeichen. Genau, okay. Wollen wir nicht haben. Das heißt, so, ich habe mal gelernt, grün ist Meconium, ne, also der Stuhl des Kindes und rot Blut. Ne, gibt es noch irgendwelche anderen Farben? Das sind eigentlich so die zwei wichtigsten Farben, die sie nicht haben soll. Grün und rot, Kind in Not. Genau. Kann man sich gut merken. Okay. Ansonsten Blutung, ganz wichtig. Das ist natürlich auch ein doofes Thema. Da ist, seid ihr gefragt. Okay, und jetzt die nächste Frage, das hat mir schon mal weitergeholfen, aber man muss ja dann auch immer ein bisschen was über die Schwangerschaft an sich erfahren, ja, und da weiß ich ja, von dir gibt es lauter verschiedene Begriffe. Was sind so die Sachen, die ich über die Schwangerschaft befragen sollte? Also anfangen würde ich als erstes einfach mal mit, die wievielte Schwangerschaftswoche ist es? Okay. Ist es das erste Kind, ist es das zweite Kind, drittes, viertes, fünftes? Je nachdem richtet sich ja auch mal die Geburtsdauer. Fünftes. Okay. Da ist das Kind wahrscheinlich schon da, bevor du da bist. Ansonsten auch, ist es ein Einling, sind es Mehrlinge? Und auch die Lage des Kindes ist mal interessant zu wissen. Ja, das sagst du so, ne? Jetzt ist die Gegenfrage natürlich, was gibt es denn für eine Lage? Die Standardlage ist in den meisten Fällen die Schädellage, abgekürzt mit SL im Mutterpass. Als Besonderheit wäre die Beckenendlage, die Steißlage mit BEL abgekürzt. Das heißt quasi, dass das Kind mit dem Po nach unten liegt und der Kopf hier oben. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch eine Querlage und eine Schräglage. Aber in den Positionen liegen die Kinder ja meistens nicht so häufig. Okay, und so eine Schädellage und eine Beckenendlage, ich glaube, das sind ja so Sachen, von denen du mir schon mal aus dem Kreißsaal berichtet hast. Querlage habe ich jetzt noch nie von gehört, dass du so ein Kind zur Welt gebracht hast. Was? Genau, Querlage ist letztendlich auch geburtsunmöglich, also zumindest vaginal nicht möglich. In den meisten Fällen drehen sich zwar die Kinder unter Wehentätigkeit noch, kannst du aber natürlich im Rettungsdienst draußen nicht feststellen. Also deswegen geht man natürlich auch dann von der Querlage weiter aus. Okay, und was wären denn so Komplikationen, die man als Notarzt vielleicht erfragen sollte oder als Rettungsdienstler? Genau, also da denke ich natürlich gleich mal an eine Plazenta Prävia, also das heißt, wenn der Mutterkuchen vor dem Geburtskanal, vor dem Muttermund liegt, das ist natürlich auch geburtsunmöglich, beziehungsweise da kommen die Frauen ja oftmals auch mit Blutungen. Ja, oder auch eine Retardierung von dem Kind ist interessant zu wissen, einfach für euch einfach auch, welche Klinik. Retardierung bedeutet, das Kind ist nicht so gewachsen, wie es soll, oder? Genau, auch vielleicht. Okay, verstehe ich. Okay, welche Klinik, wieso meinst du das? Ich meine, ich fahre eine Klinik, wo ein Kreißsaal ist, oder? Ja, Kreißsaal ist natürlich nicht Kreißsaal, beziehungsweise geht es natürlich dann auch weiter mit, hat der Kreißsaal eine Kinderklinik? Ja, deswegen da ist natürlich schon entscheidend einfach die Vorgeschichte. Okay, dann würde ich so als Notarzt wahrscheinlich sagen, jetzt gucke ich meistens ja in die Unterlagen, da habt ihr immer den Mutterpass, ne?
der Mutterpass, der ist ja manchmal schön verpackt und so, den haben die Mütter immer ganz gerne. Ist das was, wo ihr wirklich reinguckt oder ist das eher was fürs Familienbuch? Natürlich, also ohne Mutterpass darf eigentlich keine Schwangere ihr Haus verlassen. So. Genau, also da sind alle wichtigen Daten drin, auch die Blutuntersuchungen, super wichtig für die Klinik. Also deswegen den immer mitnehmen, nicht nur die Schwangere, sondern auch den Mutterpass. Mhm. Zwei Dinge, super. Okay, habe ich kapiert. Jetzt kommen wir zu meinem nächsten Lieblingsfall. Und zwar, jetzt habe ich die Schwangere befragt, ne? Alle möglichen Informationen gesammelt, die vielleicht auch noch sogar dokumentiert, aber jetzt muss ich die Frau ja auch noch untersuchen. Und da weiß ich jetzt noch aus dem Studium, da gibt es so den Leopold-Handgriff, da gibt es alle möglichen Sachen, Vaginaluntersuchungen und sowas. Also klar, ABC-Check, das mache ich sowieso, ja, Vitalparameter erhebe ich, aber wie mache ich jetzt weiter? Also genau, bleib bei den Dingen, die du kannst. Alles, ich bin ja Notarzt. Richtig. Ja. Nein, also entscheidend ist, man fängt natürlich genauso bei den Vitalwerten an und dann kümmere ich mich um das Problem. Bei einer Wehentätigkeit musst du ja aktiv nicht viel tun. Mhm. Die hat sie mit dir und auch ohne dich, die Wehen. Mhm. Wichtig ist ja bei einer Blutung zum Beispiel, dass du da sagst, okay, das schaue ich mir auch mal an. Wie ist denn die Blutung? Ja, aber das ist immer schwer. Dann sagt die Frau, ja, ich habe ein bisschen geblutet. Und dann frage ich, ja, wie viel war es denn? 10 Milliliter, ein halber Liter, 5 Liter? Und dann kommt nie eine richtige Antwort. Was kann man denn da machen? Orientiere dich an dem, was in der Unterhose ist. Mhm. Liegt da ein Taschentuch drin? Eher wenig Blutung. Liegt da eine Binde drin? Schon ein bisschen Blutung. Oder liegt da ein Handtuch drin? Oder läuft mir das Blut schon irgendwie aus dem Bett entgegen? Also das sind so ein paar Kriterien, da kann man sich daran orientieren. Also die Bettlagenuntersuchung. Genau. Verstehe, okay. Cool. Und jetzt ist ja die nächste Frage, und darüber haben wir uns ja schon am Esstisch manchmal unterhalten, die Vaginaluntersuchung. Kein Problem, sollte eigentlich jeder Rettungsdienstler, jeder Notarzt können, oder? Völliger Schwachsinn. Also vaginale Untersuchungen braucht ihr definitiv nicht. Es gibt eigentlich keinen Grund, beziehungsweise werdet ihr auch einfach nichts tasten können. Deswegen kann man sich auch gleich sparen. Mhm. Was man natürlich machen kann, ist, wenn die Frau schon so einen starken Pressdrang hat oder eben auch schon mitpresst und die Blase vielleicht sogar schon gesprungen ist, dass man mal sagt, naja, jetzt gucken wir mal in die Hose rein, ob da vielleicht schon ein Köpfchen uns entgegenspitzt. Okay, da hast du mir so im Vorfeld gesagt, wenn der Kopf einschneidet. Ne? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn der Kopf da, wie tritt der Kopf da zum ersten Mal in Vorschein? Naja, letztendlich ist es einfach so, dass die Labien, die Schamlippen einfach sich öffnen und das Köpfchen da hervorlugt. Okay. Und ja, das wäre ein Kriterium dann auch zu sagen, naja, vielleicht bleibt man lieber mal da, wo wir gerade sind. Okay, und jetzt mal angenommen, ich gucke da runter. Ich sehe keinen Kopf, nur eine Nabelschnur. Kann ich entspannen, oder? Okay, Nabelschnurvorfall ist natürlich das Blödste, was einem irgendwo draußen in der Walachei passieren kann. Mhm. Deswegen da mal gleich 5 Stoßgebete. Und da ist natürlich wirklich ein beherztes Eingreifen notwendig. Das heißt, da Finger in die Frau, Kopf hochschieben, Nabelschnur hoch, genau, dass der Druck einfach weg ist von der Nabelschnur. Okay. Und dann auch die Finger drin lassen. Bis du in der Klinik bist und die Frau irgendwo abgeliefert hast, wo sie einen Kaiserschnitt, einen Notkaiserschnitt. Und Lagerung? Lagerung, Beckenhochlagerung, alles was Entlastung bringt. Popo hoch. Quasi genau. Kind wieder da zurück, wo es hergekommen ist. Richtig. Okay, kapiere ich. Jetzt die abschließende Frage. Jetzt habe ich die Frau super untersucht, habe eigentlich schon alles gecheckt. Ne? Wunderbar. Aber jetzt ist die Frage, bringe ich das Kind hier zur Welt? Dann bin ich der Held auf der Wache oder fahre ich lieber in die Klinik? Und tatsächlich ist das ja gar keine so triviale Frage, ne? Weil jetzt schätze ich das Ganze vollkommen falsch ein, sitze ich da 5 Stunden und bin der Idiot auf der Wache. Was wäre so dein Tipp, wie kann ich das entscheiden, ob ich jetzt sofort hier das Kind zur Welt bringen muss oder ob ich lieber nochmal im Kreißsaal fahren kann? Also in 99,999% wirst du auf jeden Fall die Frau dir schnappen und in die Klinik fahren. Okay. In ganz seltenen Fällen ist es natürlich so, dass manchmal Kinder auch schneller sind als ein Notarzt oder eben auch die Fahrt in die Klinik. Aber da eben dann wirklich nur zu Hause bleiben,
wenn mir wirklich schon der Kopf irgendwo entgegenspitzt oder der schon geboren ist. Ansonsten seid ihr in der Klinik auf jeden Fall besser aufgehoben als zu Hause. Okay, damit habe ich alles verstanden. Eine letzte Frage von mir noch, wie transportiere ich? Liegend, sitzend, Linksseitenlage hört man ja immer wegen Kava-Kompressionssyndrom. Das ist ja das, was man als Rettungsdienstler eigentlich immer eingehämmert bekommt während der Ausbildung. Was hast du? Kommt darauf an natürlich, was die Frau hat. Bei Wehentätigkeit darf die ja sitzen, liegen, was sie möchte. In den wenigsten Fällen mögen Frauen Rückenlage, also deswegen passiert da eh kein Vena Cava-Syndrom. Aber natürlich bei einer Blutung sollte die liegen, da auch ruhig auf die Linksseitenlage achten. Bei einem Blasensprung ist natürlich auch wieder das Entscheidende, ist der Kopf fest oder ist er nicht fest im Becken? Wenn er nicht fest im Becken ist, heißt das auch hinlegen. Okay, und das weiß normalerweise die Frau, oder? Das guckt ja immer der Gynäkologe nach, wenn er Vorsorge genau. macht. Genau, das sollte die Frau wissen. Wenn sie es nicht weiß, geht ihr einfach davon aus, dass der Kopf nicht fest ist. Sprich, Blasensprung und nicht sicher, dass der Kopf sich schon ins Becken gesenkt hat, lieber komplett liegend transportieren. Genau. Und wie ist das liegend transportieren? Dann sagt man, okay, aber die Treppen können Sie kurz runtergehen und dann im Kreißsaal auch und ich mache halt während der Fahrt liegend Transport, oder? Nee, liegen heißt liegen. Ab dem Zeitpunkt, wo ihr die Frau seht, natürlich strikt hinlegen. Okay, das habe ich schon befürchtet. Okay, Steffi, vielen Dank. Jetzt gibt es noch irgendwas, was du so gerne loswerden willst? Ja, also wichtig ist natürlich Schwangerschaft, Schwangere, das ist immer spannend für euch. Für die Schwangere an sich ist das natürlich eigentlich eine ganz furchtbare Situation, dass man da auf Hilfe von anderen angewiesen ist. Und deswegen ist es super wichtig, dass man einfach sagt, ich achte da ganz besonders auf die Intimsphäre. Das ist ja ein ganz besonderer Moment, Geburt und das Drumherum. Und da sind Frauen oder Paare natürlich auch ganz sensibel. Deswegen da einfach drauf achten. Also einfach den Moment so schön machen, wie es geht, weil es ja, glaube ich, was ist, was nicht so häufig vorkommt. Genau. Normalerweise 5, 6, 7 Mal im Leben. Motivieren. Motivieren ist immer gut. Okay, super. Du hast mir eine ganze Menge weitergeholfen. Ich hoffe auch den ganzen Leuten, die sich das anschauen. Das war's von uns. Gebt uns ein Feedback, wenn ihr Fragen habt, vielleicht an die Steffi, die leite ich gern weiter. Wenn ihr irgendwelche Kritik, Anregungen habt und auf jeden Fall immer teilen und liken. Tschüss, macht's gut. Tschüss.